Oh, habe ich das Intro vergessen? Das darf nicht sein. Moment. La, 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 la. Da war das Intro. War es nicht toll? Willkommen zum 24. Tag im Herbst, Jahr 2. Ein wunderschöner sonniger Morgen wartet auf uns. Ein Hahn, den ich hier noch nie gesehen habe, hat uns angekräht. Hi, Shane. Bier oder Apfelwein? Das Leben kann manchmal schwierig sein. Hey, Honey, ich werde heute hier drin rumhängen und dann vielleicht den Boden ein wenig fegen oder so. Okay. Wenn du meinst, dass das... Okay, dann mach das mal. Was soll's, mir doch egal. Ich arbeite eh schon alleine. Ich bin ohne dich ausgekommen, bevor wir verheiratet waren. Brauch ich dich jetzt auch nicht so. Honey rented. Oh, meine Hühner, Knuddeln, Häschen, Enten. Alles nochmal anfangen, alles gucken. Habe ich euch alle erwischt? Anscheinend schon. Ja, danke. Danke, danke, danke. Oh, hier drin ist ja auch was los. Wir haben wieder ganz viele Entenfedern bekommen. Hi. Ah, okay, Puh hatten wir anscheinend heute schon. Und Tiffy auch. Sehr gut. Ist auch mal wieder schön, wenn man den Bildschirm sonst Gesicht geflasht bekommt. So, okay. Eier da reinballern. In der letzten Folge hatten wir über das Thema Abonnements gesprochen. Ich könnte auch gerne mal zeitgleich dazu über das Thema Geld rausschmeißen, so Fenster rausschmeißen, sprechen, aber ich glaube, das ist zu umfassend, als dass ich das mal ebenso in einer Folge erwähnen kann. Für mich ist das etwas, wie soll ich sagen, ich bin sehr sparsam aufgewachsen, ja. Und da habe ich auch kein Problem zuzugeben, dass ich manchmal Geld für Sachen rauswerfe, die vielleicht auch für die Umwelt nicht so gut sind oder die nicht unbedingt nötig sind, wie zum Beispiel Nagellack oder sowas, was halt erst recht nicht gut für die Umwelt ist und auch nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Aber es geht einfach nicht. Ich mache so viele Abstriche. Ich habe festgestellt, ich habe mein Limit, was Abstriche machen geht. Und dieses Limit kann ich nicht einfach so überschreiten. Dann geht es mir halt nicht gut damit. Ah ja, die Dinge können wir jetzt auch umlagern dann. Sehr gut eigentlich. Machen wir das gleich mal, ich da was reinfülle. Und ich akzeptiere inzwischen mein Limit, dass ich kann nicht immer, und da können wir auch nochmal drüber reden, diese Pseudo-Social-Justice-Warrior sein und man macht sich selber Druck und versucht alles richtig zu machen. Da denke ich mir so, solange ich nicht irgendwie aus Leinen per Hand gewebte Stoffe trage, barfuß laufe und keine Ahnung, in der Natur lebe, bla bla, ist doch einfach alles Quatsch. Irgendwo ist einfach auch mal gut. Wir haben nun mal eine gewisse Entwicklung, die nicht gut für die Umwelt ist und wir können nicht in jeder Ecke auf alles verzichten, weil es gar nicht möglich ist. Also das ist, irgendwo ist halt Schluss. Na, da muss man mal drauf achten, worauf, habe ich dich geknuddelt gehabt? Hatte ich dich geknuddelt? Okay, alles gut. Es gibt halt Grenzen, ne? Und wenn ich mich schon so bemühe, wie ich das tue, so gut es geht, mit meinen Mitteln umweltfreundlich zu leben, dann ist das schon mal ein guter Schritt. Guter Schritt für unseren Planeten in Richtung Überleben. Ne? Und dann gibt es ansonsten so Leute, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten, wie die Preppers. Übrigens auch eine Serie auf Netflix, glaube ich. Ich glaube, Franz guckt immer auf Netflix. Finde ich sehr witzig. sich auf die unterschiedlichsten Arten des Weltuntergangs vorbereiten und teilweise mir ein bisschen Sorgen machen an der Art und Weise, wie sie das tun. Ich finde es immer so witzig, wie mir Franz davon erzählt, wo wir wieder bei der Thematik Netflix gelandet sind. Solche Dokumentationen sind spannend. Die ist, glaube ich, sogar von Natural Geographic. Herrlich, 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 herrlich. Was es nicht alles gibt auf unserem Planeten. Jeder hat so sein Hobby. Manche Hobbys sind ganz komisch. Ich packe die Trüffel jetzt hier unten rein. Das triggert mich, dass die da oben drin sind. Ich bin der Meinung, die gehören da nicht hin. Nein, nein, nein. Böse, böse. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema der heutigen Folge, glaube ich. Ich habe mir diverse Themen rausgesucht. Vielleicht, was ganz gut dazu passt, weil ich da schon den Bogen zugeschlagen habe. Gerade eben angesprochen, dieses Social Justice Warrior Ding will ich nicht antasten. Aber dieses Social Correct, diese Korrektheit, die man haben will, die umweltmäßige Korrektheit, die Korrektheit der Umwelt gegenüber, der Welt gegenüber, dem Leben gegenüber, dass man auch nichts oder niemand unter einem leidet, etc. pp. Und
manchmal auch der übermäßige Druck, den man sich macht, wenn es darum geht, ja, das Richtige zu fühlen. Dass man sich für seine Hassgefühle oder seine negativen Gefühle massiv schämt. Dass man... Moment, ihr könnt da drin bleiben, ich brauche nur euch. Genau. Dass man sich entsprechend negativ belastet mit seinen eigenen Emotionen, weil man sich bestimmte Dinge nicht erlaubt, die ganz natürlich sind. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema. Dann, das ist etwas, was ich Zeit meines Lebens immer schon gemacht habe. Also ich habe quasi meine eigenen Gefühle sabotiert, weil ich immer, und darüber haben wir ja neulich geredet, versucht habe, gegen die natürlichen Begebenheiten, die im Leben nun mal so passieren, wie sie passieren, sind, anzukämpfen. Und gerade was diese Korrektheit angeht, dass man sich dann dafür schämt, dass man etwas kauft, was vielleicht nicht 100% biologisch abbaubar ist. Wir sind ja, klar, ist es ideal, auf solche Dinge zu verzichten, aber wir können halt einfach nicht auf alles verzichten. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und wenn man dann ein schlechtes Gewissen deswegen hat und sich im schlimmsten Fall noch wirklich richtig fertig macht, das hilft halt auch nicht weiter. Ja, es ist super, wenn man auf vieles verzichten kann. Und ich freue mich auch jedes Mal mega und freue mir super den Ast ab, wenn ich auf etwas verzichtet habe, was normalerweise ein wichtiges Luxusgut für mich ist, wenn ich mir auf die Finger gehauen habe und gesagt habe, nein, das kaufst du nicht, das willst du nur haben. Und dann, selbst wenn du es gebrauchen kannst, du hast eine Alternative dafür oder du benötigst es nicht, um das und das zu erreichen. Das meine ich. Ich mache dann immer eine große Party da draußen, bin dann mal sehr stolz auf mich, damit ich mich auf keinen Fall ein zu positives Denken darüber entwickle, mal 9 Grad sein zu lassen, mir ein Luxusprodukt zu kaufen, sondern ich möchte, dass dadurch, dass ich eine Party feiere, wenn ich eben mal Luxus ausklammere, dafür sorgen, dass es mir leichter fällt, auf Luxus zu verzichten, weil ich dann so happy darüber bin, dass ich mich mehr um die Welt und die Umwelt sorge, als ja, ich mich daran erfreue, mir irgendeinen komischen Schnickschnack zu kaufen, der den Planeten schädigt. So, ich hoffe, ich habe das... es ist schwierig zu spielen und sich gleichzeitig perfekt zu artikulieren. Ne? Also wenn ihr eine große Party feiert, denkt euer Gehirn halt einfach, also eine geistige Party, man sehr stolz auf sich ist, denkt euer Gehirn, oh, du hast was sehr gut gemacht, deswegen kriegst du jetzt von mir mega krass Endorphin und all so ein Kram ausgeschüttet, dann geht's dir richtig gut. Und wenn ich eine Party feiere, wenn ich auf etwas verzichte, was ich auch nicht gebraucht habe, sondern nur haben wollte, dann schüttet mein Gehirn jedes Mal, wenn ich auf so etwas verzichte oder darüber nachdenke, gleich im Vorfeld einen Haufen ist ja geil Hormone aus. Und dann fällt es mir leichter, auf Luxus zu verzichten und ich bin zufriedener mit dem, was ich habe. Das nennt sich halt Umprogrammierung des Hirns. Was kann ich? Rekognitive Neukalibri-Dings. Das nennt sich Dings. Wir einigen uns auf Dings. Nun. Bei allen geht das halt nicht. Also beim Essen habe ich halt ganz klar, ne, das habe ich euch ja immer gesagt, ich wünschte, also für mich ist es unverständlich, nicht vegan zu leben, wenn man vegan leben kann. Das ist meine ganz persönliche Ansicht. Ich werfe es aber niemandem vor, dass er Fleisch isst. Es ist, wie gesagt, für mich einfach nur unverständlich, wenn jemand in der Lage ist, sich komplett vegan zu ernähren und gesund zu sein dabei, weil sein Körper fit genug ist dafür. Das heißt aber nicht, dass ich sage, dass man das muss. In keinster Weise. Ich versuche nur immer wieder die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, damit man als Mensch sich im Klaren darüber ist, man könnte und es wäre geil und es ist eine Sache, über die man mal nachdenken sollte. Und das ist meine Ansicht und so ist meine Ansicht und deswegen habe ich die Ansicht, bla bla. Ne? Und das ist für mich einfach nicht verständlich, weil ich würde es halt tun, sofort, wenn ich es könnte. Aber wenn ich versuche, mich vegan zu ernähren, dann sterbe ich, wie ich festgestellt habe. Ja, ich habe, also mein Magen-Darm-System hat massive Probleme, Nährstoffe aufzunehmen. Und synthetisierte Sachen und so Zusatzmedikamente in den Magen zu kippen, der Verdauungsprobleme hat und entzündet ist, ist gar keine gute Idee, kann ich euch gleich schon mal sagen. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, dann denkt ihr euch, ja, das ist keine gute Idee, das kann ich auch sagen. Deswegen bin ich darauf angewiesen, Fleisch zu essen, weil ich sonst kein Vitamin B12 bekommen würde. Ich bekomme von Vitamin B12-Präparaten Akne. Also egal, ob ich genügend Vitamin B12 im Körper hätte oder nicht. Also wenn man sich vegan ernährt, kann man nicht genügend Vitamin B12 in seinem Körper haben, weil das kriegst du nur durch tierische Produkte aufgrund der Bakterien und des Verfalls und hast nicht gesehen, etc. pp. Ist einfach eine Tatsache.
brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Dementsprechend, ne? Man kann sich nicht 100% gesund vegan ernähren, dann würde man an der Mangelernährung sterben, eben weil einem ein paar Dinge doch eventuell fehlen und nicht jeder ist 100% gesund. Und ja, das ist also eine Entscheidung für sich, will man das dann halt auch haben und wo kommen denn diese Zusatzpräparate her und wie gut sind wiederum die und etc. pp. Aber wie gesagt, für mich ist es halt einfach aus ökologischer Sicht nicht, weil ich denke, oh, die armen Tiere. Also, pff, ich atme den ganzen Tag lang Mikroben ein. Die sind auch sicherlich nicht glücklich darüber, dass ich das tue. Warum ist hier schon wieder alles leer? Hatte ich das schon geerntet? Ja, gerade, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse diesen Part. Anscheinend habe ich einen Blackout in dem Moment. Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin da schön ein bisschen... Nee, das ist einfach... Nee, Blackout. Zack, raus, weg. Ja. Also, das ist so mein Luxusproblem. Da darf ich mich halt... Kann ich... Ich muss auf so viel Essen verzichten und so viele Nahrungsmittel verzichten. Mayonnaise. Ich ernähre mich ja mehr oder weniger nur von Gemüse und eben ab und an Fleisch, weil es nicht anders geht. Und dann bin ich halt auch mal jemand, der, wenn er unterwegs ist, vor der Dilemma steht, dass er nicht weiß, was er essen kann. Es darf dann nicht zu fettig sein, es darf nicht das und das und das nicht drin sein. Und dann weiß ich, dass ich Chicken McNuggets bei McDonald's vertrage, weil da anscheinend weder ein Hühnchen drin ist, noch irgendwie irgendwas. Da ist irgendwie gar nichts drin. Also irgendwie ist das... Das besteht aus Pappmaché. Und das vertrage ich. Wenn ich also unterwegs bin und ich will mal eben schnell was essen, führen mich meine Schritte in den McDonald's. Gegen jegliche ethische Grundansicht, die ich habe. Weil ich dann ganz genau weiß, dass ich da mir erstmal wirklich keine Sorgen machen muss, dass ich danach Magenkrämpfe habe. Weil anscheinend sowohl in den Filet-O-Fisch als auch in Chicken McNuggets nichts drin ist. Also zumindest kein Paprikapulver und so viel Gluten kann es dann auch nicht sein. Solche Dinge sind halt einfach manchmal, hat man einfach auch keine andere Wahl. Jeder entscheidet das für sich selbst. Und ich kann auch Menschen verstehen, die halt sagen, warum zum Henker soll ich mir darüber Gedanken machen, wenn die Menschheit eh dazu dummt ist, irgendwann unterzugehen. Ich sehe nicht ein, dass ich Verantwortung habe für die zukünftigen Generationen. Es ist zwar selbstzerstörerisch und dient nicht der Artenerhaltung und ist aus der Perspektive betrachtet falsch, aber durchaus verständlich. Ich sage ja mal, ich will Menschen verstehen, aber nur weil ich Menschen verstehe, muss ich ihre Handlungen ja nicht gutheißen. Und ja, das ist halt einfach so, das ist einfach so mein Punkt dahinter. Und ja, wir reden jetzt wieder, ne, über so Thematik Verzicht und Luxusprodukte, aber passt ganz gut zu diesem Netflix-Abonnement und dem ganzen Kram. Und aber vor allen Dingen den Selbstdruck, den man sich dahinter macht. Eben dieser Druck, den man sich macht. Oh, eine Trüffel dahin platziert, schön. Das auch alles einzuhalten. Weil was ist, wenn ihr so hohe Ansprüche stellt? Zum Beispiel, und darüber können wir auch in einer anderen Folge, weil die jetzt schon bald sich wieder dem Ende neigt, sehr ausführlich mal drüber reden. Dieses Thema Lieben und körperliche Vorlieben haben oder bestimmte Dinge von sich von bestimmten Dingen angewidert fühlen. Und man ist dann aber ein Mensch, der der Meinung ist, ja, aber es ist doch egal, wie jemand aussieht und egal, was für ein Geschlecht jemand hat. Und es ist doch eigentlich total unlogisch, dass ich diese und diese Dinge bevorzuge. Das kann ich gar nicht nachempfinden. Wenn man sich dazu sehr reinsteigert, dann kann man sich massives Leben unglücklich machen. Weil man plötzlich feststellen muss, dass man entgegen seiner ethischen Ansichten XY doch nicht lieben lernen kann. Oder XY doch nicht attraktiv finden kann. Das ist halt so ein sehr springender Punkt. Wann ist denn die eigentlich da? Das muss ich mir mal merken. Ich wollte jetzt mal in den Wald gehen. Da waren wir auch schon total lange nicht. Hat der Opa heute nicht Geburtstag? War übermorgen eigentlich, ne? Irgendwas Spannendes? Ein Pilz vielleicht noch? Ja, nehmen wir mal mit. Da ist eine hübsche Statue. Hier ist nichts drin, weil ich nichts reingeballert habe. Aua! Gut, dann... ich wohl mal weiter. Hätte ich für den Opa was zur... für den leckeren Käse schenken. Alle Leute lieben meine Käsegeschenke. So. Ja, es ist eben so, dass wir bestimmte moralische Ansichten vertreten können und ethische Ansprüche vertreten können. Aber wir können nicht danach leben, weil wir schlicht und ergreifend immer noch Tiere sind und Bedürfnisse haben, die psychisch betrachtet über dem stehen, was unsere Weltanschauung sein mag. Und ich kenne so unglaublich viele Leute, die sind Vegetarier und mega vegan oder sowas und kümmern sich massiv darum, dass sie für den Planeten machen alles toll und wollen immer moralisch, ethisch perfekt sein und niemals arrogant und immer sehr korrekt, menschlich halt.
Weiß nicht, schenk dem Opa jetzt einfach was. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt, danke. Ja, wusste ich, war kein Zufall, hi. Das ist mein Enkel, habst du das schon erzählt? Herr Lauter! Hi, Alex. Hey, kann ich dich etwas fragen? Ich habe heute zu viel Haargel benutzt, es tut ein wenig weh. Und die Frage ist, berühr es nicht. Die Frage ist, was? Was ist die Frage? Was für eine Frage? Du wolltest mich was fragen. Ey, das ist cool, danke für den Käse, tschüss. Sehr verwirrendes Erlebnis, massiv verwirrendes Erlebnis. Hab mich für Verwirrung selbst verletzt. Was zum Pfiff, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich kenne einfach so viele Leute, die versuchen halt immer moralisch korrekt zu sein. Und immer empathisch. Und immer Verständnis. Und immer alles toll. Und immer alles schön. Und immer alles... Oh, ich weiß, wo ich noch hingehe. Ich gehe nur in die Kanalisation. Immer alles super und ordentlich und nice und toll. Und sie sollen die Besten sein. Und die sind das, die depressivsten, unglücklichsten Menschen, die ich kenne. Weil sie so oft gegen ihre... Instinkte handeln und so oft gegen ihren tierischen Ursprung handeln, dass es nicht gut gehen kann. Man braucht eine Balance. Extreme sind nie gut und das sollte man wissen. Es ist halt einfach auch, es gibt einfach, wie gesagt, diese kleine Grenze, die man erstmal kennenlernen muss. Und die Grenze für mich, die habe ich inzwischen kennengelernt, hat aber 28 Jahre gebraucht. Viele Dinge und verkaufe sie. Willst du irgendwas kaufen? Oh, ein Buntbarsch. Klingt spannend. Nimm mal einen mit. Ja, ne, ja, ne, ein Buntbarsch. Danke, danke, tschüss. Kann ich einen Buntbarsch dann im Gemeindezentrum abgeben? Irgendwo? Hab ich schon, kacke. Na gut. Habe ich ihm jetzt einen Buntbarsch abgekauft? Da ist er glücklich. Ist doch auch schön. Ja, also gerade je härter man mit den Fehlern anderer Leute ans Gericht springt, desto schwerer kann es sein, wenn man selber Fehler macht. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man immer so, ich bin so tolerant und jeder darf Fehler machen, bla und blub. Und ich weiß das doch und ich weiß es besser und ich sehe das doch und stehe zu dir und alles und bla. Und man macht dann aber trotzdem ständig selber die gleichen Fehler oder rutscht immer wieder in Problematiken hinein, obwohl man doch meint, es inzwischen das Rezept und das Schema F kennengelernt zu haben. Dann ist das halt auch für die Psyche sehr bedrückend, weil man sich ja so selbst so viel Druck gemacht hat, dass man das hinzukriegen hat und zu verstehen hat und so. Das bringt halt gar nichts. Also loslassen, locker lassen und einfach sein Bestes geben. Und wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Das zu akzeptieren, dass die Bestform jeden Tag anders aussieht. Es geht nicht anders. So ist es nun mal. Man hat da keine andere Wahl. Da muss man sich drauf einstellen. Ich hoffe, das war... aufklärend. Ein bisschen. In die Richtung. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meine. Ich denke, das war einigermaßen akzeptabel verständlich. Und, ja, also, wie gesagt, ich packe da mal die Eier rein. Ich kenne das einfach von mir selbst. Die eigene Arroganz kann einen halt übelst absägen. Ich zum Beispiel, eben wenn es um Arroganz geht, musste lernen, meine Arroganz zu akzeptieren. Dass ich manchmal pissed off drauf bin, unfair und ungerecht und hässlich fies zu anderen Leuten. Einfach weil es anscheinend gerade so ist und kann dann nichts daran ändern. Und wenn es mir dann leid tut, kann ich nur anfangen, mich dafür zu entschuldigen und dann dran arbeiten, meine Einstellung zu verändern. Aber wenn ich mich dafür verteufle, nützt das niemandem was. Das ist, das bringt nicht voran. Das ändert mich weder, noch macht es mich glücklicher. Und man ist meistens ein netter Mensch, wenn man glücklich ist. Für mich ist immer so ein Alarmsignal, wenn ich zickig zu anderen Leuten werde, dass ich nicht glücklich bin. Und dann muss ich anschauen, was mich gerade drückt, was Druck auf mich ausübt. Weil die Vorstufe zu einer Depressionsphase oder einer negativen, traurigen Phase ist bei mir immer erst Zickigkeit. Wenn ich das rechtzeitig erkenne und sage, okay, warum bist du jetzt so pissed off? Was stört dich denn so? Meistens ist es Druck, dass ich das Gefühl habe, unter Zeitdruck zu stehen und die Dinge nicht unter Kontrolle zu haben. Und wenn ich das Gefühl habe, die Dinge nicht unter Kontrolle zu haben, dann reagiere ich ganz angestochen. Und dann muss ich mir immer wieder im Klaren drüber sein, ist doch vollkommen egal. Es gibt sowas wie Kontrolle nicht, das ist nur eine Illusion. Du kannst nur die Parameter beurteilen, die du kennst und nach deinem Besten handeln. Und wird schon schief gehen letzten Endes. Mein Gott, was soll's? Sich dafür fertig zu machen, bringt dich in dem Moment nicht weiter. Und dann entspanne ich mich und dann bin ich plötzlich wieder ein ganz normaler, akzeptabler, netter Mensch. Ne? So. Ich zeige euch jetzt nicht, wie viel Geld wir verdienen, weil ich habe schon wieder vergessen, dass ich das vorher machen muss und das bla und wünsche euch jetzt einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stardew Valley, wenn wir über ein ähnliches Thema reden.
Thema Liebe mal wieder, das aber zu dem Thema passt. Tschüss.